Luck of the Irish. So I said, if that's the way you want it, amigo, then that's what you're gonna get. And that's shut him up. Fucking punk. Gott, diese Wampe, heilige Scheiße. Hey, wait, espera. Jorge, he's with me. Liz, this is Nico, Roman's cousin. And Nico, this is Elisabetta. Hey. She's an old friend. She'll get you some work. Okay, thank you, mom. So, tough guy, you know about this business? I know about protection. What do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. Oh. True! Hey, Nico, this is Patrick. Paki McCreary. All right. Hey. So, Paki is shopping. But I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, help him unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling? Ah, maybe. All right, tough guy, let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah, yeah. Yeah. He seems okay. Oh, he's totally cool. Yeah, he's like family. Da erledige ich ein paar Leute, gebe mal allgemeinen Scheiß darauf, wenn ich auf Bürgersteige fahre, aber dann soll ich mal wenigstens ein normales Leben führen, indem ich ein bisschen was mit Michelle erledige. Scheiß nochmal, ich liebe das Leben. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there and make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boys show up in a bit. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. Okay. Und wie denkt er allgemein über die Dealer? Das würde ich auch mal gerne wissen. Scheiße, weil ich würde gerne das Fahrzeug hier nehmen, aber es sieht fast hier wie ein Kunstwerk aus. Also von dem her, ich glaube an anderen Mercedes. Scheiße nochmal. Oh, bevor ich es vergesse, wo zur Hölle sind die überhaupt? Aha. Hier schon mal das Safe aus, auch wenn es sich angezeigt wird. Dort. Ich kann mich überhaupt gar nicht mehr dran erinnern, aber läuft. Kann ich jetzt wenigstens mal Spaß haben, diesen Ort selber zu finden. Yay. Das ist etwas, wollte ich schon länger wieder haben. The Beat? Nope, ich brauche irgendwas anderes. Video Broker auch nicht, komm schon. Vladivostok. Ah, nee, warte mal, ich muss noch ins Auto. Upsi, wollte schon sagen. Wo zur Hölle soll ich da hochgehen? Okay, hier müsste ich jetzt richtig sein, soweit ich gesehen habe. Ah, sehr gut. Navigieren ohne Minimap und allgemein Radar. Obwohl, Minimap und Radar ist das gleiche. Es ist interessant. Treppe. Okay, danke, Spiel. Schön zu sehen, dass ich heute gar keine Probleme mit Missing Textures habe. Und hoffentlich sehe ich heute wieder jemanden, der an die Seite pisst. Was soll ich sagen? Ich glaube, ich sage einfach nichts mehr dazu, bevor es noch komisch rüberkommt. Scheiß nochmal. Komm schon, Spiel. Ist ja okay. Ich habe zwar viele Mods, aber trotzdem. Make a way to the vantage point. Vantage. Okay. Ah, da sind sie ja mal. Peggy and his associate have arrived. Watch over the meeting with the sniper rifle. Gerne doch, Spiel. When crouching, the accuracy of the rifle increases. Okay. Use the right mouse button to look through the scope of the rifle. Ja. Spiel, ich sag jetzt mal nichts dazu. Oh, Mann, jetzt die Maus. Naja, es ist ein Tutorial. Es sollte mich nicht wundern. Okay. Scheiße. Scheiße, war das für ein geiler Schuss. Ich kleiner Hardscoper. Peggy is in trouble. Find him and help him.
Oh, oh. Peggy. Das ist mir gar nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott. Und ausgerechnet jetzt muss ich nachladen. Ja, bitte back nicht einfach so rum. Niemandem kommt meine Rache. Zumindest so eine Art. Verglichen mit der einen RCPDFA-Folge und dem Helikopter habe ich jetzt ziemlich gut geschossen. Auch wenn ich ein paar Mal verfehlt habe. Handy? Oh. Those dealers double-crossed your boy. But I managed to keep him alive. Malami was right about you. You are good. I have some more work for you. I'm sure Becky is... Ich bin ein wahres Multitalent. Ich kann Helikopter fliegen, Gangschaltung und Automatik fahren und noch dazu kann ich mit Sniper Rifle umgehen. Ist das nicht wunderschön? Oh, und natürlich noch diverse andere Waffen wie eine RPG. Nico, hast du doch alles in der Armee... In der Armeezeit, was sage ich schon? In der Armeezeit abbekommen hast. Jo. Schön zu sehen, dass sie einen kompletten Fick drauf geben. Das hatte ich gerade eben hier in Kampf war. Was für eine Waffe habe ich überhaupt? Ah, warte mal, ich glaube, ich habe ja die Mini-Uzi. Da habe ich lieber doch eine G36. So. Ich mag zwar die Mini-Uzi, aber trotzdem. Hier habe ich die, ja, wie soll ich sagen, den SMG-Ersatz. Und dagegen kann ich jetzt nichts sagen. Roman, ehrlich jetzt? Nein, das wollte ich bestimmt jetzt nicht machen. Nicht wirklich, weil ich noch nicht mal allgemein mit dir gesprochen habe. Oh mein Gott. Ain't just a bitch! Ich bräuchte ein Fahrzeug. Ein alter V8, kann ich auch nichts dagegen sagen. Hallo, Kollege. So, und erstmal von hier verschwinden. Nicht dranhängen. Der ist relativ schnell hängen geblieben. So, ich rufe mal nochmal kurz Roman an. Vielleicht ist er jetzt irgendwas. Dimitri, nein, auch nicht. Roman, hier. Immer wieder das Gleiche. Ich rall es langsam nicht. Erstens finde ich es nett, dass mein Charakter noch dann irgendwas anderes macht, wenn ich auf die linke Maustaste drücke und ich werde angerufen. Wisst ihr, normalerweise nimmt man so Anrufe entgegen. Aber anscheinend funktioniert das bei mir auch nicht mehr so großartig. Und dann noch, wenn ich diese Spasten, wie soll ich sagen, zurückrufe, dann sind die nicht da. War mit Little Jacob das gleiche und jetzt mit Roman. Blow your cover. Ah, muss jetzt nicht eine Mission mit Playboy X machen? Obwohl, ich würde es ja gerade nicht, also, scheiß drauf. Also, entweder hat es der linke Geselle gesagt, die man direkt sehen konnte, und wenn ja, nett, dass er nicht wirklich, mit dem Mund was gemacht hat. Was soll ich sagen? Take Playboy to the Contacts Apartment. Okay. Netherhammer. Oh, bevor ich es vergesse, ich glaube, das war ja ein Broker noch. Es ist krank, wie ich mir manchmal das merken konnte. Hm.
I started small like you, man. Slinging rocks on the corner, sticking cats up, all type of shit. Then was the old days. Now it's all about diversification. A heroin deal is your way of diversifying? Money talks. Money say jump. Cats say how high. This is a cash deal. I got other shit going down as well. What type of shit you got going on? I'm always looking for work. If it pays, that is. I pay like a Songbird Sax bonus, bitch. Was? You this, so you got work? Not yet. I gotta set shit up. But I'll need a cat like you real soon. Give me your number. Tell me about that. Ehrlich, Spiel. The one with the smack. Johnny. I ain't working with that cat, but I heard about him. He's doing all type of crazy shit. Throwing stuff up. Them boys, the Lost, they in some heavy type of gang wars, what I heard. Crazy white boy shit. Think only one group can grow beards. White boy shit. Okay. Not big enough for some people. What that other gang called? Death Angels or some shit? Anyway, be careful of this cat. You don't want to even look at him the wrong way. Crazy motherfucker. You scared of him? Yeah, I ain't scared of nobody. Yeah. All them bikers is racist as shit. Bevor wir uns erstmal mit diesem netten Thema weitermachen, ich denke mal noch, dass ich weiß, wo das ist. Also von dem her, ja, werde ich das hier auffinden. Obwohl, das ist eigentlich ganz einfach zu merken. Ich fahre im Krankenhaus vorbei und dann einfach geradeaus weiter. Mehr oder weniger. Ist jetzt nicht direkt schwierig. So, umschalten. International Funk. Ja, jetzt sprechen wir doch. Tut mir leid, Leute. Jedes Mal, wenn ich ein Fahrzeug von der Seite sehe, ist es irgendwie, ich muss es einfach haben. Das ist sehr interessant mit mir. Und überhaupt, dieses Setting gerade eben sieht verdammt depressiv aus. Heilige Scheiße. Follow Playboy to the meet the contact on the third floor. Ja, in so einer Panne würde ich doch auch mal gerne leben, dass einfach mal Schrotflinten hier rumliegen. Scheiße nochmal. Hoffentlich habe ich jetzt nicht meine automatische Schrotflinte gewechselt. Buyer is some Asian dude called Charlie. Like in Vietnam. Just like the movies, money. Ja, das wird dann wahrscheinlich gleich wie in den Movies aussehen, hä? Ich lasse es einfach gut sein. Es tut mir leid. Scheiß nochmal. Playboy. Sag mal, warum sind hier so viele Blutflecken? Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Come on! Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come no, on, no, let's no. get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Erstaunlich, dass du nicht geschossen hast. Zumindest hatte ich das getan. Yo, they're gonna expect us to go out. Da hat er lange überlebt. You clear out the floor above first, money. Scheiße nochmal. Motherfuckers! Die ganze Zeit muss ich denken, dass da gleich jemand hochkommen wird, aber okay. Oh, hier kann man das auch machen. Das habe ich nicht gewusst. Einfach rechts gedrückt halten und das machen. Was gibt es Schöneres als eine Rolle, während man beschossen wird? Oh Gott! Tut mir leid, ich habe dich ein bisschen übersehen und bin ein bisschen panisch geworden. First floor. Wir müssen, glaube ich, ja nach oben gehen. Oder? Oh Gott, ich gucke jetzt einfach mal, dass ich nach oben gehe. Ja, für Spezialeinheiten stellen die sich erstaunlich behindert an. Playboy, willst du wirklich... Okay. Nicht so wichtig, er schien es ja gut zu bestehen. In dem Fall wär's wohl eher News-Member-Shit.
Gott, Kollege, verreckt doch einfach. Wow, da ist jemand erschossen. Damn, Playboy. Ich möchte die Waffe aufheben. Heilige Kacke. Ja. Würde ich auch im echten Leben machen. Zwei von meinen Kollegen werden erschossen. Rationale Entscheidung. Einfach mit hochgehen. Ich meine, den dritten können sie ja schwierig erschießen. Natürlich. Was für ein Idiot. Meine Fresse, Playboy, pass doch auf. Das ist jetzt wieder eine andere Schrotflinte. Ah ne, warte mal, das ist die Pump Action. Dann habe ich wohl die automatische jetzt. Das ist praktisch. Zumindest halbautomatisch. So, sehr gut. Verdammt nochmal. Die Wohnblöcke hier sehen schon ziemlich nett aus. Und überhaupt Wohnblöcke. Das hört sich auch nicht direkt richtig an. Scheiß drauf. Lucy Wanted Level. Kein Problem, nehme ich mal an. Ja, jetzt würde ich Motorrad nehmen im Spiel. Guter Witz. Weg von hier. Sag mal, was zur Hölle ist eigentlich gerade eben mit diesem Golf los? Kommt mir ein bisschen zu oft mit dem Heck. So, umschalten. Oh, bevor ich es vergesse. Ich bin jetzt schon aus dem Fahndungskreis draußen. Traurig. Dann werde ich mal gleich über diese Brücke drüber fahren. Weil bei der anderen kriege ich dann bloß Polizeiprobleme. Zumindest wenn ich bis dahin noch gesucht werde. Weil wisst ihr... Mautstellen, die sind sehr oft mit Polizisten befüllt. Zumindest hier. Oh Gott! Ehrlich, was zur Hölle? Bremsen! Gott! Warum lenkst du rüber? Du Idiot! Guck doch einfach! Oh, was mir gerade eben kommt, dann kann ich mir endlich mal vernünftige Kleidung kaufen gehen. Shit. I don't see why a young kid from the hood can't make something out of himself. Street cats like me just get labeled as pimps and pushers and stick-up artists. But you are a drug pusher. That's just what I'm doing to get out of the ghetto. I don't see it as dealing drugs. Drugs is just one arm of my business. I'm buying and selling that shit like any commodity on the trading floor. Only this commodity is illegal. Oh my God. Now I want to be one of them developer cats. Build me some skyscrapers, see my name in big gold letters. Ich bin mal ganz kurz beschäftigt, hier einen Porsche Classic zu klauen. Sport Classic, ja, das war der Name. Gott, ich bin kurz durcheinander gekommen. Ja, ich habe vergessen, dass ich neben der Polizeieinheit mit einem, ja, wie soll ich sagen, Fahrzeug gefahren bin. Ich bin einfach nur durcheinander. Scheiße nochmal, kriege einfach gerade gar keinen Satz mehr zusammen. Aber hey, dadurch, dass ich gerade eh dieses Fahrzeug nicht gegen den Telefonmasten gefahren bin, kann ich es ja gleich in den Fanspray tun. Sag mal, diese Fahrzeuge kommen mir gerade eben ein bisschen zu oft mit dem Heck. Und natürlich bin ich gerade die Steuerung von GTA 5 nur zu gut gewöhnt. Das kann natürlich auch sein. Überhaupt diese Missing Textures, ehrlich jetzt. Ich, danke. Überhaupt, ja, ich weiß, Spiel, ich soll zurückfahren. Hope you like the new color. Das ist jetzt nicht das exakt gleiche. Irgendwie. Aber vielleicht waren die Streifen in eine andere Farbe. Ich... habe jetzt da nicht genau hingeguckt. So, jetzt erstmal hier. Here we be, money. I'll hit you up when I need your
great news, Nico. I got the insurance money for the camp depot burning down. This stupid bastard thought it was an electrical fire, not arson. Maybe it was an accident. Yeah, right. I put the money into another camp depot. Bellic Enterprises is up and running again. Next up, floating on the bar sack. I'll give you shares, NB, later on. Roman wurde aber ziemlich berühmt, oder zumindest sein Geschäft. Ah, okay, passt. Yeah, Bro. Und noch dazu werde ich hier ganz weiße Tennisschuhe nehmen. Ich weiß, es sieht ein bisschen komisch aus, aber naja, besser als wenn ich jetzt mit pinken rumlaufen würde. Oh, und bevor ich es vergesse, Kollege. Danke, bis später. Control yourself. Nein, Spiel ist nicht möglich bei diesem Charakter. Ach Gott, ich bin doch mit dem Fahrzeug hier rübergefahren, oder nicht? So langsam mache ich mir echt Sorgen. Und ich bin mir sicher, dass ich dieses Fahrzeug nicht gefahren bin. Scheiße nochmal. Naja, also Leute, das war jetzt erstmal GTA 4. Ich hoffe, es hat gefallen. Und jetzt würde ich dann erstmal sagen, bis später.